Ich habe jetzt bei YouTube herausgefunden, wie diese Knittervögel, die so komische Geräusche machen, heißen. Die heißt Beholderdrosseln. Wir haben hier nämlich Beholderdrosseln, Meschede Nord. Beholderdrosseln, das sind die. Das ist das, was ich heute Morgen mitgefilmt habe bei einem Spaziergang. Bei der heutigen Aufnahme, bei der Aufnahme, wo ich die Amsel im Hintergrund mit aufgenommen hatte. Wo ich die Amsel damit, wo die weggeflogen war. Mit allen schönen sonnigen Sonntagabend. Es ist richtig Sunny Bunny heute. Super Liebespärchenwetter. Kinderwetter, was weiß ich. Einfach nur ein Traum. Aber dafür gibt es eine schlechte Nachricht für nächsten Monat, und zwar den Mai. Es soll jetzt einen schlechten Start im Mai kommen, und zwar einen regnerischen. Der Regenmai soll kommen. Und der Spatze da, das war gerade der Krähe, das große Spatze. Jetzt gucken wir mal, was wir unten auf der Wiese ziehen. Und zwar ziehen wir jetzt wieder eine schöne fette Amsel da unten, eine Drossel. Amsel gehört zum Drosseln. Ich habe mir gerade sehr ein cooles Video angeschaut über Drosseln. Und das Video ist spitze gewesen von denjenigen. Namen darf ich nicht ernennen. Und ich habe erfahren, wie die auch diese Vögel diese komische Knittergeräusche machen, wie die heißen. Das sind Beholderdrosseln, was wir im Meschede da haben. Ich glaube, ich gucke, ich sehe drei Stück da unten. Das könnten drei Amselweibchen sein oder drei Drosselweibchen sein. Sieht man sie ja nicht wegen den Schatten, aber sieht man sie. Da sind diese zwei. Noch der dritte. Gehe ich mal zur Treppe. Guck mal, ob die sehr gut sehen kann. Ja, die kann man sehr gut sehen, wenn die Fahrräder nicht im Weg gestanden hätten. Ja, das ist jetzt ein Frauengespräch da unten, oder was? Alles nur Weibchen da unten. Ein sogenanntes Amselfrauentreffen befindet sich gerade da unten. Also echt, das ist schon selten, wenn sowas sieht. Und das bei den Fahrrädern. Die eine ist bei einem Fahrrad, die anderen beiden sind bei der Mülltonne, bei dem Fahrrad. Guck mal, ob ich es auf der Kamera. Na, ist sie wieder weg. Gehe jetzt noch die Treppen hoch, habe ich das Gefühl. Ja, und da ist die auch schon. Geht die nächste hoch.
geht jetzt wieder runter. Die eine da sehe ich nicht mehr. Warte, da bei der Mülltonne ist die andere, die dritte. Das gleiche bei den Menschen, nur halt, dass das Vögel sind, Drosseln. Ich kann das Handy jetzt auch nicht so lange runterbeugen, das Licht ist unten. So. Mach wieder normale Zoome. Die Sonne ist richtig schön am Abend. Morgen soll es doch schöner werden. Morgen geht es 12 Grad geknackt, bin ich 13 Grad. Bis zum 28. April, also wie gesagt, bis zum 28. April gutes Wetter. Und dann ab 29. April bis zum 4. oder 5. Mai nur noch Regen. Also wir kriegen auf alle Fälle schon einen schlechten Mai-Start. Der Regenmal soll ja auch kommen. Und in den April-Finale kommt in April und der Regen wird auch noch, der Regen, der am 29. April kommen sollte, da wird auch den April-Finale mitziehen, am 30. April. 30. April ist der April-Finale und da wird der Regen auch noch mitbeziehen. Was ich jetzt gerade gemerkt habe, da unten diese beiden Amseln sind schon wieder am Quasseln, aber die dritte ist nicht dabei. Irgendwas gehört. Ich muss da kurz unterbrechen. Irgendwas gehört. Dieser kleine Kerlchen hier, habe ich gehört. Das ist, könnte eine Blaumeise sein. Ist auch eine. Die fliegt jetzt woanders. Da sind gerade die zwei Damen, die sind jetzt abgehauen. Mülltonne ist da unten nichts mehr. Ich höre noch was, aber sehen tue ich nichts. Das bewegt nicht auf der Wiese, das könnte eine Wacholderdrossel sein. Jetzt fliegt die gerade weg, schade. Und die sind so selten, die Vögel, die Wacholderdrossel. Da hat sich jetzt gerade eine in eine Antenne hingesetzt. Wo die jetzt hingeflogen ist, weiß ich nicht. Sind nur zwei Amseln, hier. Das ist auch hier eine Amsel bei der Mülltonne. Kann man schlecht sehen. Und wie gesagt, auf der Neckenstraße, auf den Umsetzer da oben, ist ein Turmfalkennest. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir so viel Glück haben mit dem Vögel dieses Jahr, obwohl es so kalt war. Da wünsche ich alle einen schönen Abend. Bei uns blühen auch schon fast die Bäume und es wird langsam grün und sagt mal bis dann.
Wie gesagt, für morgen bis zum 28. gutes Wetter, dann ab 29. mit Aprilfinale und dann schlechten Start im Mai zusammen. Bis zum 4., 5. Mai nur noch Regen, schlechtes Wetter.